Yeah, dear Robert, thank you very much for this great speech. I've seen your speech yesterday in the BPE rally, and you gave the left fascist a serious beating. Thank you for this. Thank you. Der jetzt gerade rausgegangen ist, danken. Es war jetzt nicht der Übersetzer von Herrn Spencer, der jetzt mitgekommen ist. Er ist selbst einer aus der Szene, ein Islamkritiker. Er betreibt den Blog Winds of Jihad. Er ist aus Australien. Wir haben ihn überreden können, dass er übermorgen bei der Gründung in Rheinland-Pfalz sprechen wird. Und dafür danken wir ihm recht herzlich. Gut, er wird den Applaus dänisch hören. Freuen wir uns. Für übermorgen. Er soll ihn trotzdem bekommen. Ja. Auch Conny, dich möchte ich, wo bist du? Auch draußen. Ja. Es muss an der Pizza liegen. Ja, gut. Wollte ich euch auch noch herzlich begrüßen. Wir haben uns jetzt verabredet, denke ich, dass wir uns abwechseln ein bisschen mit den Reden, der eine noch die längere, der die kürzere. Ich wollte Baden-Württemberg machen, weil ich aus Baden-Württemberg komme ursprünglich. Das Karl-Wutzo schmeckt Wutz, vielleicht noch Badewelle beispielen. Ne? Dann hat er nicht verstanden. Na gut, also vielleicht ist das vielleicht auch der zweite Grund, da kann ich vielleicht ein bisschen übersetzen, falls irgendwie Kommunikationsprobleme sind. Nein, im Ernst. Also ich freue mich, dass wir heute hier sind und den baden-württembergischen Landesverband gründen. Das ist der nächste Schritt, die nächste Evolutionsstufe in der Freiheit. Ihr müsst wissen, ich bin meine Familie ist eigentlich aus Berlin, aber ich bin im idyllischen Heidelberg aufgewachsen. Und dort gibt es andere Schlagzeilen. Wenn da einer sein Moped getunt hat, dann war er schon auf Seite 2 von den Schlagzeilen. Und auf Seite 1 standen ganz schlimme Sachen wie 3 tote Feldmäuse auf der Autobahn oder so. Gut, mittlerweile ist es jetzt mit der neuen Regierung vielleicht mal wieder auf Platz 1, ich weiß es nicht. Müssen wir mal schauen. Ja, ich will es jetzt mit den Feldmäusen nicht so hochspielen, ab und zu wird mal auf den Reh überfahren, aber es ist kein Vergleich zu dem, was in Berlin vor sich geht. Also ich habe da einen richtigen Kulturschock bekommen, als ich nach Berlin gekommen bin. Das erste, das war bei mir um die Ecke so ein Park, da so ein bekannter Drogenumschlagplatz, da habe ich schon gedacht, wie kann das sein, das Wörtchen bekannt und Drogenumschlagplatz in einem Satz, wie geht denn das? Und als ich noch eine große Polizeistation nebendran entdeckt habe, da war dann ganz aus. Den Rest gab mir die Grünen, die sind in Berlin auch nicht anders als hier. Die haben nämlich dann eine Initiative im Park, so eine flächendeckende Beleuchtung, damit die nicht mehr so dealen können, haben sie mit der Begründung torpediert, dass die Lichter ja die Dealer verscheuchen würden. Gut, da habe ich mir gedacht, okay, jetzt reicht's, jetzt machst du selbst was, das kann nicht sein. Und naja, heute stehe ich hier und ihr steht auch hier. Und heute machen wir zusammen gehen wir zusammen diesen Weg. Wie auch immer, René hat schon gesagt, wir haben vorgestern diese unsägliche Aktion bei der Pax Europa Veranstaltung gehabt. Pax Europa, für die es nicht kennt, im Bundestag gemeldete Menschenrechtsorganisation, eine Brevsorganisation, die ich kenne, die wirklich absolut aufpassen, dass da niemand reinkommt, der irgendwie andere Motive hat oder einen blöden Hintergrund. Hatten. Das sind ein paar Leute jetzt neben Robert Spencer, den wir heute gehört haben, auch gesprochen. Zum Beispiel ein Araber namens Ben Nassir, der gesprochen hat und den Islam hautnah miterlebt hat. Wir haben unterdrückte, verfolgte Kopten dort gehabt, die gesprochen hätten. Ein Sudanese, der aus dem Sudan berichtet. Und vor allem hätten wir die Frau Zeller Hirze da gehabt. Das ist die letzte Überlebende der Weißen Rose, also eine Frau, die weiß, was Nazis sind, die weiß, was Faschismus ist und die das auch aktiv bekämpft hat. Nicht wie die Idioten da draußen, die sich jetzt aufschwingen und die so tun, als ob sie die größten Widerstandskämpfer gewesen wären vor 70 Jahren. Nein, die Frau hat Angst haben müssen, dass jeder Moment die Tür aufgeht und die Nazis reinstürmen. Und dann war es, dann wäre es das gewesen. Dann wäre sie genauso geendet wie die andere ihrer Gruppierung. Und wenn da jetzt sich 1000 Leute zusammenfinden und genau zu solchen Leuten, Nazis und Rassist und andere Wörter sagen, muss ich sagen, also da fehlt jeder gesunde Menschenverstand. Das ist eine Art der Argumentation, das ist nicht mal eine Argumentation, da geht es einfach nur um die eigenen Hassgefühle, die Unzulänglichkeiten, dieses physische Elend, das
einen quasi aus jedem Knopfloch anspringt, irgendwie nach draußen zu bringen, irgendjemand zu finden, den man unterbuttern kann, um sich dann moralisch überlegen zu fühlen. Das ist im Grunde um die Essenz dieser ganzen Sache. Aber schreien von mir aus, sollen sie halt eben schreien. Aber wenn jetzt hier eine Bühne gestimmt wird, wenn von dem Bühnentechniker die Adresse rausgesucht wird, nach Hause gefahren zu dem und dem sein Auto dort angebrannt wird, dann auf der Fahrt haben wir erfahren, dass in Berlin, während wir hergefahren sind, ein Stand von uns überfallen wurde und eine Frau bedroht wurde, aber es eigentlich nur vermutlich verletzt wurde, weil jemand dazwischen gegangen ist. Jetzt haben wir das Hotel, das uns, wie René gesagt hat, wurde angegriffen. Hier auf dem, wo wir auch hergekommen sind, waren wir im Parkhaus, habe ich auch erfahren, dass Leute von hier sogar angegriffen wurden. Wird genickt. Also wenn ich solche Methoden sehe, da interessiert mich die Meinung von denen nicht mehr. Das ist keine demokratische Auseinandersetzung. Und ich frage diese Leute, ist das, was sie als gut bezeichnen? Ist das, was sie als tolerant bezeichnen? Ist das die politische Auseinandersetzung, wie wir sie in Deutschland haben wollen? Ich glaube, nein. Ich glaube, dass die linke Ideologie schon immer der Faschismus war und es auch immer sein wird und es auch heute ist. Aber gewarnt wird nicht etwa vor dieser Ideologie, vor dieser linken Ideologie, gewarnt wird vor uns. Gewarnt wird vor uns. Der Münchner Oberbürgermeister Ude warnt vor der Freiheit. Doppeldeutigkeit ist beabsichtigt, komme ich später nochmal drauf zurück. Herr Ude findet die Freiheit ganz schlimm und wir werden Hetzer und Brandstifter und als wäre doch alles okay und der Islam ist ja auch keine Gefahr. Als ich das gehört habe, das hat mich an jemanden erinnert. Das ist auch, gehen wir mal 25 Jahre zurück, da war ein bestimmter Arbeitsminister, der komische Sachen, er war ja auch Komiker nebenbei, der auch so komische Sachen gesagt hat damals wie, die Renten sind sicher. So, da haben sich manche schon gedacht, ach, irgendwie mit den Renten, jetzt werden die ganze Zeit Geld aus den Renten rausgenommen, es müssen schon Rentenzuschüsse dazugeschossen werden und. Und er erzählt uns aber jetzt, die Renten sind sicher. Und damit es auch jeder versteht, ist er rumgelaufen und hat dann mit so einem Schrupper an die Litfaßsäulen, die Renten sind sicher, hinplakatiert. Ich glaube, heute weiß jeder, dass die Renten alles andere als sicher sind. Wir haben mittlerweile 80 Milliarden Rentenzuschüsse, nur dass dieses System nicht zusammenbricht. Das ist ein Drittel des Bundeshaushaltes, damit ihr mal die Größenordnung ungefähr einschätzen könnt. Aber ich sage euch auch, Herr Norbert Blüm, der wird sich, wenn das Rentensystem irgendwann mal kollabieren sollte, er wird sich dafür nicht verantworten müssen. Der ist entweder tot oder auf der Karibik oder beides, aber er wird nicht vor Gericht stehen und sich für seine Politik, die er 1980ern gemacht hat, verantworten müssen. Und genau deshalb hat er es auch gemacht. Er hat diese Gelder damals genommen und andere Wahlversprechen erfüllt, die ihm dann wieder Stimmen gebracht haben. Die Rechnung, die zahlt jemand anders, nämlich unsere Kinder, vielleicht sogar, ich sehe viele junge Leute im Raum, die werden das auch noch mitkriegen, diese Sache. Und genau das passiert hier mit dem Oberbürgermeister Herrn Ude, der warnt vor der Freiheit, der Islam ist alles kein Problem. Und wenn wir 2030, 2040, 2050 das böse Erwachen haben, dann wird Herr Ude auch irgendwo sein, aber nicht vor Gericht. Und er wird nicht für das, was er heute blockiert oder blockieren will, zur Rechenschaft gezogen. Und das ist nämlich genau eines der Probleme unserer Demokratie, dieses Denken in Legislaturperioden. Es wird nicht mehr gedacht in Generationen mit der Nation und dem Volk im Blick, sondern nur noch in Legislaturperioden mit der eigenen Bereicherung im Blick. Und das ist eine dieser Sachen, die wir ändern müssen. Nicht nur die SPD, sondern auch die CSU warnt vor der Freiheit, diese letzte konservative Bastion in Deutschland, wie sie sich immer schimpft. Da haben wir auch den neu gewählten Landesvorsitzenden von Bayern, Christian, den habe ich noch gar nicht vor allem begrüßt. Also das ist unser zweiter Landesvorsitzender, den wir in der Freiheit haben. Christian und der Michael Stürzenberger, die haben in der CSU gewirbelt und getan und gemacht und haben richtig Fakten auf den Tisch gebracht. Sie haben über einen bestimmten Imam Idris, wo natürlich ein islamisches Zentrum gebaut werden, allerlei Fakten auf den Tisch gebracht,
ich will die jetzt gar nicht alle aufdröseln, aber der Mann hat eine ganze Menge Dreck am Stecken, der hat eine ganze Menge Kontakte, die man vielleicht nicht unbedingt als vorteilhaft bezeichnet. Und er spielt einfach hier ein falsches Spiel. Das ist alles belegt, ist dokumentiert, mittlerweile sind sogar die Medien aufgenommen und geglaubt. Aber wer es halt nicht glaubt, das ist die CSU, die findet nämlich, hier, das sind islamophobe Leute, die Josef Schmidt hieß der CSU-Herr und die CSU spielt natürlich mit. Das sind islamophobe Leute, die haben den Islam vollkommen falsch verstanden, das sind Hetzer und so weiter. Und ich sage euch was, wer in den Islam, in den Koran schaut, in den Koran reinschaut und sich einfach mal diese Suren, da gibt es 200 Mordaufrufe an anderes Gläubigen, 200 Mord- und Gewaltaufrufe. Wer in die Hadithen schaut und mal schaut, was dort alles drinsteht, Hadith 14, die Steinigung, alles. Wer in die Scharia schaut, dieses Rechtssystem des Islams, zum Beispiel der Paragraph 104 fällt mir jetzt gerade ein, das ist die Apartheid, was Muslime nicht, mit Nicht-Muslimen zu tun haben. Wer all diese Sachen, wer da reinschaut und genau diese Sachen liest, hier von Steinigung bei Ehebruch und sowas, und wer da dann irgendwie auf die Idee kommt zu sagen, nee, das ist alles kein Problem, das ist alles keine Gefahr, und die, die darauf hinweisen, dass alles ein Hetzer, sorry, der, so Leute haben andere Sachen im Blick, nämlich ihre Legislaturperiode. Übrigens, hinter den Kulissen hat er gesagt, der Koran ist die Anleitung zum Kriegsführen, aber das war nur unter vier Augen. Ja, wie auch immer, also das sind eben die drei großen Übel, über die ich heute sprechen will. Das eine ist der Islam, das andere ist die linke Ideologie und das dritte sind die korrupten Politiker. Das sind nämlich diese Sachen, die wir bekämpfen müssen und sobald die beseitigt sind, sieht es in Deutschland wirklich ganz, ganz anders aus. Ja, fangen wir mal mit den Linken. Die linke Ideologie, das ist eine faschistische Ideologie, die dem Islam Tür und Tor öffnet, die auch erhebliche Parallelen aufweist, wie der Islam, die im Islam verfolgen Linke Andersdenkende und sie zerstören Existenzen gesellschaftlich, sozial, politisch, aber sogar auch physisch, wie wir jetzt wieder in den letzten Tagen gesehen haben. Das Ziel der linken Ideologie ist die Unterwerfung der Menschheit unter ihre Ideologie. Diese Welt wird dann regiert von einer kleinen, erleuchteten Elite an der Spitze, die im Luxus schwelt und über eine entmündigte Masse herrscht, die aber gleich ist. Gleich arm, gleich rechtlos, gleich in Elend. Und das nennen sie dann Utopia und den Weg dorthin nennen sie Sozialismus. Und der Mensch, der kann das aber erst erkennen, wenn er in Utopia lebt. Und deshalb hat sich diese kleine Gruppe Sehender aufgemacht, um den Mensch quasi zwangs zu beglücken, diesen Sachen. Und das wird ihm quasi aufgedröselt. Und wer nicht passt, der wird passend gemacht gegen seine Natur. Und von daher ist diese linke Ideologie die Entmenschlichung des Menschen, das ist die Inkarnation der Unfreiheit. Weil nicht die Idee, nicht die Ideologie ist für den Menschen da, sondern der Mensch ist für die Ideologie da. Der Mensch ist der Nährstoff für diese Ideologie. Und sowas kann man nur bekämpfen, sowas darf auf diesem Planeten nicht existieren und deshalb werden wir das ansprechen. Wir werden im Wahlkampf das ansprechen, diese linke Ideologie. Viel zu viele werden noch von den Medien getäuscht mit diesen Sachen. Aber das ist einer der großen Übel, vielleicht sogar das größte Übel, ohne die es die anderen beiden Sachen gar nicht so geben würde. Kampfbegriffe, vor allem links und rechts, und die sind reduziert worden auf die Frage, ob man den Islam kritisiert oder verteidigt. Und zwar nur den Islam, es spielt überhaupt keine Rolle, ob ihr Skandinavier, Briten oder gut integrierte Türken verteidigt, es bringt euch gar nichts. Es bringt auch nichts, wenn ihr den Ausbau des Sozialstaates fordert, die Atomkraft abschaffen oder sonstige typische linke Forderungen machen wollt, es bringt euch nichts. Sobald ihr den Islam kritisiert, seid ihr rechts, also rechtsextrem, also abgrundtief böse, und so weiter. Und so wird dann eben über Nacht dann aus dem liebenden Familienvater und der alleinerziehenden Mutter ein rechtsextremer, hasspredigender Rassist, der intolerant ist und andere Menschen ausgrenzen will und was weiß ich noch